Every time you're doing something. Jedes Mal, wenn Sie etwas tun, das anfängt, Sie zu frustrieren, sollten Sie sich fragen, wie kann ich es mir leichter machen? Because as soon as you simplify, denn sobald Sie es vereinfachen, werden Sie Freude daran haben. Vereinfacht euer Leben, indem ihr Gott zur Hauptsache macht. Nummer 3. Tut immer nur eine Sache zur Zeit und genießt sie. Die Zeitspanne, in der wir uns konzentrieren können, ist heute nicht sehr lang. Wir werden mit so vielen Informationen bombardiert. Wenn wir eine Straße entlang fahren, ist es so, als würden wir durch ein Lexikon fahren. Und dann setzen wir uns vor den Fernseher. Ich meine, wir können in 5 Minuten durch 75 Kanäle zappen. Wenn ihr euch nicht auf das konzentriert, was ihr tut, werdet ihr euch später nicht einmal daran erinnern, dass ihr es getan habt. Vielleicht sage ich in den nächsten paar Minuten etwas ganz Bemerkenswertes, aber wenn ihr euch währenddessen überlegt, was ihr zu Mittag essen wollt, werdet ihr es verpassen. Deshalb sind die Vorträge auf Tonträgern so wertvoll. Ihr könnt die Aufnahme dieser Veranstaltung kaufen und sie 6-mal anhören. Vermutlich werdet ihr jedes Mal etwas hören, das ihr vorher noch nicht gehört habt. Es reicht schon aus, wenn eure Konzentration für einen kurzen Moment nachlässt. Euer Körper ist zwar anwesend, aber euer Verstand nicht. Und dadurch seid ihr einfach nicht bei der Sache. In Philipper 4, Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt. Wisst ihr, was Besorgnis ist? Besorgnis bedeutet, sich heute den Kopf über das Morgen zu zerbrechen. Gott gab den Israeliten immer Manna für einen Tag. Dasselbe gilt für die Gnade, die wir jeden Tag neu bekommen. Ihr müsst nicht versuchen, das Morgen zu ergründen. Jeder Tag bringt schon genug Probleme mit sich. Stimmt ihr mit mir überein? Nummer 4. Freut euch des Lebens auf dem Weg zum Ziel. Das macht die Dinge viel einfacher. Freut euch des Lebens auf dem Weg zum Ziel. Seid genügsam und zufrieden. Das Leben ist kompliziert, wenn ihr am liebsten immer woanders wärt, als ihr es gerade seid. Ich bin glücklich, wenn. Ich bin glücklich, wenn. Ich bin glücklich, wenn. Wie wäre es, wenn ihr jetzt glücklich wärt? Ich versuche gerade, mir abzugewöhnen, zu sagen, ich bin froh, wenn die Sonne wieder scheint. Stattdessen sage ich, ich bin total glücklich, aber wenn die Sonne scheint, ist es auch schön. Ich will die Gewohnheit ablegen, zu sagen, ich bin glücklich, wenn, ich bin glücklich, wenn. Ich will jetzt glücklich sein. Dieser Moment, den ich jetzt habe, ist der kostbarste in meinem Leben. Wer weiß, er könnte mein letzter sein. Ich weiß noch, wie es war, kurz nachdem Dave und ich geheiratet hatten. Ich war ständig ärgerlich, besaß keinen gesunden Menschenverstand und kannte Gottes Wort nicht. Ich war häufiger wütend als glücklich. Einmal sprach ich den ganzen Tag nicht mit Dave. Da sah er mich an und fragte, wäre es nicht bedauernswert, wenn Jesus heute Nacht käme und du deinen letzten Tag auf der Erde so verbracht hättest? Das sitzt, oder? Jesus starb, damit wir unser Leben genießen können. Versteht ihr das? Er vergoss sein Blut, damit wir ein Leben haben und es genießen können. Ich glaube, als Christen ist es unsere Pflicht, unser Leben zu genießen. Warum sollte sich irgendjemand wünschen, das zu haben, was wir haben, wenn wir nicht aussehen, als würden wir es genießen? Es gibt so viele Christen, die unzufrieden wirken und schlecht gelaunt und mürrisch und unglücklich sind. Freut euch des Lebens auf dem Weg zum Ziel. Lasst uns Philipper 4, die Verse 11 und 12 ansehen. Ich will nicht sagen, dass ich an irgendetwas Mangel leide, sagt Paulus, denn ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und zufrieden zu sein bedeutet nicht, sich keine Veränderung mehr zu wünschen, aber hört, wie es in der Amplified-Bibel weitergeht. Und zwar so zufrieden, dass ich nicht gestört oder beunruhigt bin, ganz gleich, in welchem Zustand ich mich befinde. Ich finde das wunderbar. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein,
Ob ich nun Mangel oder Überfluss habe, ob ich meinen Willen bekomme oder nicht, ob die Sonne scheint oder es bewölkt ist. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, ob mein Auto nach dem Golfspielen anspringt oder nicht. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, ob mir mein Hotelschlüssel nach der Veranstaltung die Tür öffnet und ich in mein Zimmer kann oder ob ich im Flur vor der Tür sitzen muss. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Na, kommt schon. Hebräer 13, Vers 5, das ist ein absolut wunderbarer Vers. Ihr werdet ihn lieben. Euer Charakter und eure moralische Einstellung seien frei von Geldliebe, einschließlich Gier, Habsucht, Begierde und dem Verlangen nach weltlichen Gütern. Wisst ihr, es ist nicht falsch, sich Dinge zu wünschen, aber wenn ihr gierig nach etwas seid, bedeutet das, dass ihr ohne es nicht glücklich sein könnt. Weiter heißt es, und begnügt euch mit den gegenwärtigen Umständen und dem, was ihr habt. Denn er, Gott selbst, hat gesagt, ich will dich keinesfalls im Stich lassen, aufgeben oder dich verlassen. Ich werde dich nie hilflos zurücklassen, noch dich verlassen, noch dich enttäuschen, noch meine Hand von dir nehmen. Ausrufungszeichen, ganz sicher nicht Ausrufungszeichen. Gott sagt also, ihr müsst nicht eure Freude am Heute verlieren und euer Leben verkomplizieren, indem ihr versucht, alles zu bekommen, was ihr glaubt haben zu müssen, um glücklich zu sein. Ihr könnt mich um das bitten, was ihr euch wünscht und braucht. Vertraut darauf, dass ich es zur rechten Zeit und auf die richtige Weise in euer Leben bringe. Jetzt seid ihr frei, vorwärts zu gehen und diesen Tag und das, was ihr habt, zu genießen. Ihr Perfektionisten, ihr werdet die Dinge genießen können, auch wenn sie nicht perfekt sind. Alle, die unter Kontrollzwang leiden, können lernen, keine Kontrolle zu besitzen und es zu lieben. Der Versuch, die ganze Welt regeln zu wollen, ist ein harter Job. Nehmt euch in Acht vor Gier. Gier sorgt dafür, dass ihr nie zufrieden seid. Das Einzige, was die Gier immer wieder sagt, ist mehr, 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 mehr. Wisst ihr, als 50 Leute zu meinen Veranstaltungen kamen, dachte ich, wenn es nur 100 wären. Als es dann 100 waren, dachte ich, wenn es nur 200 wären. Und dann dachte ich, oh, wenn es nur 1000 wären. Aber wisst ihr was? Keine Zahl hätte mich je zufriedengestellt, wenn ich nicht in Gott zufrieden gewesen wäre. Nun bin ich froh, dass meine Freude nicht von meinem Publikum abhängt. Ihr könnt nicht zulassen, dass das, was ihr vor euch seht, eure Freude bestimmt. Eure Freude muss in Gott gegründet sein. Seid genügsam, seid zufrieden. Ich weiß, dass viele von euch mit ihrer gegenwärtigen Situation nicht zufrieden sind. Ihr solltet zuhören. Aber ich kann nichts dafür, wie ich mich fühle. Nun, vielleicht nicht, aber ihr seid verantwortlich für euer Handeln. Und wenn ihr anfangt, richtig zu handeln, werden eure Gefühle nachziehen. Ich sage euch, was ihr tun könnt. Ich hatte gerade eine großartige Idee. Ihr könnt aufhören, euch zu beklagen. Ist das nicht eine großartige Idee? Wir könnten alle aufhören, uns zu beklagen. Und unsere Freude würde zunehmen. Freut euch des Lebens auf dem Weg zum Ziel, wenn ihr eine Bestimmung für euer Leben habt und darauf wartet, dass Gott etwas tut. Vergesst nicht zu genießen, wo ihr seid. Nummer 5. Vertraut. Vertraut einfach. Sprüche 3, Verse 5 bis 8. Ich liebe diesen Abschnitt. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ihr könnt euer Leben sofort vereinfachen, indem ihr aufhört, Dinge herausfinden zu wollen, auf die Gott euch keine Antwort gibt. Wer von euch will auch immer alles ergründen? Und was habt ihr davon? Ihr seid verwirrt. Das ist alles. Mittlerweile bin ich auch glücklich, wenn ich etwas nicht weiß. Ich weiß es nicht. Die Leute fragen mich manchmal, was wird aus deinen Fernsehsendungen, wenn du zu alt zum Reisen bist? Ich weiß es nicht. Erstens werde ich wahrscheinlich nicht zu alt dafür.
Vielleicht muss ich ein bisschen zurückstecken, aber wenn ich etwas anderes tun soll, wird Gott es mir zeigen. Denkst du, die Sendung wird noch laufen, wenn du nicht mehr vor großen Menschenmengen lehrst? Ja, denn Gott kann auch ein anderes Format gelingen lassen. Er kann etwas anderes zum Segen setzen. Ich muss mir keine Sorgen darum machen. Es ist der Segen, auf den es ankommt, nicht der Ort, wo ich bin oder die Größe der Gruppe, vor der ich spreche. Wir sorgen uns um alles Mögliche, auf das wir keine Antwort haben. Gott wird uns die Antworten nicht geben. Wenn Leute im Alter von 25 oder so bei uns anfangen zu arbeiten, fragen sie oft, das ganze Werk steht und fällt damit, dass du in der Lage bist, zu tun, was du tust. Aber welche Sicherheit habe ich, wenn du nicht mehr da bist? Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, ihr müsst Gott vertrauen, wie wir anderen auch. Was für eine originelle Idee. Vertraut auf Gott. Seht ihr, wir wollen Sicherheiten und Garantien für alles. Wir wollen auf alles vorbereitet sein und alles abhaken können. Wir wollen einen klaren Plan haben und immer wissen, was, wann, wie, wo passiert. Aber so arbeitet Gott nicht. Vertrauen bedeutet, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Wir müssen gelassen sagen können, ich weiß es nicht, aber ich kenne den, der es weiß, und das reicht mir. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Haltet euch nie für klug genug, euer Leben selbst zu regeln. Warum glaubt ihr, hat es mich hier rübergezogen? Oh, jetzt fühle ich mich hierher gezogen. Haltet euch nie für klug genug, euer Leben selbst zu regeln. Gott, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich tue, was ich tue. Ich weiß es wirklich nicht. Darüber sprach ich erst heute Morgen mit einer der Frauen, die mit uns reisen. Ich sagte, ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, wie um alles in der Welt das hier funktioniert. Das muss Gott sein. Wir sollten lieber ihm die Ehre dafür geben. Johannes 11, Vers 40 begeistert mich. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was soll ich tun? Oh, was soll ich tun? Was soll ich tun? Glauben. Und was ist, wenn ihr glaubt und sich die Dinge nicht so entwickeln, wie ihr erwartet habt? Glaubt weiter. Und was ist, wenn ihr schon 20 Jahre etwas glaubt und darauf hofft? Glaubt weiter. Denn in dem Moment, in dem ihr Gott vertraut, wird alles einfach. Stimmt's? Begreift hier jemand, wie er sein Leben selbst kompliziert macht? Kommen die Dinge, die ich sage, bei euch an? Ich bin erst bei Punkt Nummer 5. Das Leben mag sich nicht ändern, aber wir können uns ändern. In dem Moment, in dem ihr etwas tut und merkt, dass es beginnt, euch zu frustrieren, solltet ihr innehalten und euch fragen, wie kann ich das vereinfachen? Das ist sehr simpel. Was kann ich tun, wenn Dave und ich eine Auseinandersetzung hatten? Ich kann mich entschuldigen. Aber was ist, wenn ich glaube, dass ich im Recht bin? Entschuldigt euch trotzdem. Wen kümmert das? Haltet es einfach. Recht zu haben, wird total überbewertet. Es nützt euch nicht viel. Stimmt's? Wisst ihr, ich habe herausgefunden, wie ich mein Leben vereinfachen kann. Männer wollen Recht haben. Und so lasse ich Dave glauben, dass er Recht hat, auch wenn es nicht der Fall ist. Hey! Wisst ihr, es bringt wieder Ruhe hinein, wenn ihr sagt, du hast recht. Und solltet ihr das nicht über die Lippen bekommen, sagt, vielleicht hast du recht. Das funktioniert manchmal auch. Na, kommt schon. Wir streiten über Dinge, die nicht einmal einen Sinn ergeben. Mir wurde schließlich klar, wenn bewiesen werden muss, dass ich im Recht bin, kann Gott dafür sorgen. Und wenn nicht, geht es sowieso nur um meinen Stolz und ich muss keine große Sache daraus machen. Oh, ich genieße mein Leben schon viel mehr. Nummer 6. Lasst los, was hinter euch liegt. Oh, das wird euer Leben einfacher machen.
Gott sagt, er wird uns Schönheit statt Asche geben, Freudenöl statt Trauer, ein Lobpreisgewand statt eines niedergedrückten Geistes. Schönheit statt Asche? Wenn ihr die Schönheit wollt, müsst ihr die Asche loslassen. Ihr könnt die Asche aus der Vergangenheit nicht ständig mit euch herumschleppen. Ganz gleich, was ihr in der Vergangenheit getan habt. Ich will, dass ihr heute darüber hinwegkommt. Lasst es los. Nehmt es nicht wieder mit aus diesem Gebäude. Aber Joyce, du weißt nicht, was ich getan habe. Nun, ihr wisst auch nicht, was ich getan habe. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ihr sagt aber, Joyce, ich habe ein paar wirklich schlimme Dinge getan, seit ich Christ geworden bin. Nun, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn euer Herz aufrichtig ist und ihr Gott liebt und euch das, was ihr falsch gemacht habt, wirklich leid tut, müsst ihr euch keinen Tag länger mit euren Fehlern aus der Vergangenheit herumquälen. Habt ihr mich gehört? Keinen Tag länger. Keinen weiteren Tag. Keinen Tag länger. Paulus hat gesagt, eines aber tue ich, das ist mein größter Wunsch, mein größtes Streben, ich vergesse, was da hinten ist. In eurer Zukunft ist kein Platz für eure Vergangenheit. Manche von euch schleppen so viel mit sich herum, dass es kein Wunder ist, wenn euch das herunterzieht. Ihr schleppt Dinge mit euch herum, die 30 oder 40 Jahre her sind. Ihr hasst die Menschen, die euch verletzt haben, die nicht einmal mehr am Leben sind. Stimmt es? Es ist Zeit, darüber hinwegzukommen und weiterzumachen. Hört auf, darüber zu reden, hört auf, darüber nachzudenken und es immer wieder durchzuspielen. Hört auf, euch Leid zu tun. Ich weiß, dass das manchmal sehr schwer ist. Neulich ging ich in einen Laden. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Jedenfalls ging ich in einen Laden und da stürzte eine Frau auf mich zu und schrie, Joyce, du meine Güte, ich kann es kaum glauben. Und dann fing sie an, ich bin stark und nicht bemitleidenswert. Ich tue Dinge, trotz meiner Angst. Sie zitierte alles, was ich immer sage. Einen Ausspruch zitierte sie, der mir sehr wichtig ist. Ihr könnt bemitleidenswert oder stark sein, aber nicht beides. Ich musste aufhören, mir selbst leid zu tun. Das müssen wir alle an einem gewissen Punkt. Gott bietet euch ein neues Leben an. Lasst los, was hinter euch liegt. Das wird euer Leben enorm vereinfachen. Nummer 7. Macht aus einer Mücke keinen Elefanten. Wählt eure Kämpfe mit Bedacht aus, sonst kämpft ihr jeden Tag gegen 200 Dinge. Erkennt, was wirklich wichtig ist, lernt loszulassen. Damit meine ich nicht, dass ihr die Dinge irgendwo sammelt, bis sie zum Problem werden. Ich glaube, dass wir uns den Dingen stellen und sie anpacken müssen. Aber es gibt auch vieles, aus dem wir eine große Sache machen, obwohl es letzten Endes überhaupt nicht wichtig ist. Ihr habt meine Geschichten über Dave und mich gehört. Früher stritten wir uns immer, welche Schauspieler im Fernsehen zu sehen waren. Ach, das ist der und der. Nein, er ist es nicht. Doch, das ist der. Nein, er ist es nicht. Und dann blieben wir bis 12 oder 1 Uhr morgens auf, nur um den Abspann zu sehen und herauszufinden, wer recht hatte. Dave hielt jeden Schauspieler für Henry Fonda. Irgendwann hatte ich Henry Fonda so satt. Aber schließlich begriff ich, es war, als würde der Herr zu meinem Herzen sprechen, was macht es für einen Unterschied? Wenn er stirbt und zu mir nach Hause kommt und immer noch denkt, es sei Henry Fonda, dann lass ihn doch. Schließlich kam ich an den Punkt, dass ich, auch wenn er eine Frau für Henry Fonda gehalten hätte, gesagt hätte, ja, wahrscheinlich hast du recht. Natürlich übertreibe ich, Dave sitzt da unten und er sagt, ich würde übertreiben, aber ich bin nur kreativ. Er hat mich wegen der Geschichte mit der Grillparty ausgelacht. Er meinte, ich bin überrascht, dass du noch nicht gesagt hast, wir hätten extra ein neues Haus gekauft, weil ich die Geschichte jedes Mal, wenn ich sie erzähle, ein bisschen ausschmücke.
Gott ist so gut. Lasst euch nicht von Engstirnigkeit beherrschen. Oder? Beschränkt euch auf das Wesentliche. Konzentriert euch nicht auf Dinge, die es nicht wert sind. Lasst euch gar nicht erst darauf ein. Das habe ich gelernt. Lasst euch gar nicht erst darauf ein. Aus dem Alter bin ich raus. Ärger, Aufregung und Frustration rauben euch eure Energie. Wir haben keine Energie zu verschwenden. In dem Moment, in dem ihr frustriert seid, nun kommt, ich will, dass ihr euch das merkt. In dem Moment, in dem ihr frustriert seid, was solltet ihr dann tun? Ihr müsst euch fragen, wie kann ich es mir leichter machen? Was kann ich in dieser Situation tun, um meine Freude zu bewahren? Gott sagt mir sehr oft, dass ich meine Einstellung ändern soll. Wenn ihr eure Einstellung nur ein kleines bisschen ändert, kann manches einfacher und schöner werden. Haltet euer Leben so einfach wie möglich und ihr werdet es viel mehr genießen. Nummer 8. Wir werden es schaffen. Das wird euch gefallen. Werft den Müll raus. In einer komplizierten Umgebung habe ich oft das Gefühl zu ersticken. Manche von euch haben schöne Dinge in ihrem Haus, aber ihr habt so viele davon, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Ich habe es schließlich begriffen. Ich liebe schöne Dinge, aber wenn man zu viele davon herumstehen hat, sieht man keines von ihnen mehr richtig. Oh, jetzt verstecken einige den Kopf unter ihrem Sitz. Ich weiß, dass manche Leute sehr sentimental sind. Ich gehöre nicht dazu, deshalb müsst ihr mich entschuldigen, wenn ich das nicht so gut nachvollziehen kann. Eine der Frauen, die mit uns reisen, ist sehr sentimental und heute Morgen sagte sie, ich habe noch alle Milchzähne meines Kindes. Und ich sagte, seine Milchzähne? Ich bin schon froh, wenn ich mich an den Geburtstag meiner Kinder erinnere. Manchmal überlege ich schon, wie alt bist du jetzt und wann wurdest du geboren? Und wenn ich sehe, wie sie sich verhalten, denke ich manchmal, gehört ihr wirklich zu mir? Dave bewahrt gern Sachen auf. Er sammelt zum Beispiel Tüten. Er mag Papiertüten und Plastiktüten und Wäschesäcke und Plastiksäcke und. Er sagt, man weiß nie, wann man sie mal benötigt. Natürlich brauche ich hin und wieder eine Tüte und dann sagt er, ah, siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass du sie irgendwann brauchst. Na gut, wir wollen uns jetzt nicht damit beschäftigen, was Dave so alles hat. Sorgt dafür, dass eure Umgebung organisiert und frei von Müll ist. Falls ihr eine Erklärung benötigt, unter Müll verstehe ich Dinge, die man nicht benutzt und die nur herumstehen und Platz wegnehmen. Eine Frau hier in der ersten Reihe hat es richtig erwischt. Ich meine, sie hat einen Gott-Moment. Lass mich dir sagen, was du mit diesen Dingen machen sollst. Bist du bereit? Räum sie weg, wirf sie weg, gib sie weg. Räum sie weg, wirf sie weg und gib sie weg. Wir hatten Spaß heute, aber ich glaube, ihr habt auch etwas gelernt. Ich will jetzt den Kreis schließen und euch sagen, dass es meines Erachtens für die Sache Gottes, die Sache Jesu hier auf Erden wirklich wichtig ist, dass wir unser Leben genießen. Die Welt muss eine glückliche Gemeinde sehen. Die Leute müssen sehen, dass wir dieselben Probleme haben und in dieselben Situationen geraten wie sie, aber diese mit Freude meistern. Ihr müsst keine perfekte Ehe führen, um euch an der Person, mit der ihr verheiratet seid, zu erfreuen. Ihr müsst keine perfekte Wohnung haben, um den Ort, wo ihr lebt, zu genießen. Wenn ihr glaubt, dass Gott noch mehr für euch bereithält, ist das großartig. Aber freut euch des Lebens auf dem Weg zum Ziel. Schätzt alles, was Gott euch gegeben hat. Freut euch über das geistliche Wachstum, das ihr bisher erreicht habt.
Seid nicht jeden Tag schlechter Laune, nur weil ihr noch nicht dort angekommen seid, wo ihr hinwollt. Trefft heute ein paar Entscheidungen. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und ich glaube, der Teufel kommt, um eure Freude zu stehlen, eure Freude zu schlachten und eure Freude zu verderben. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn Satan Dinge tut, die euch verletzen, ist er nicht hinter eurem Besitz her. Er will eure Freude. Wenn er euch eure Freude nimmt, nimmt er euch eure Kraft. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, Gott sei Dank, dass er gekommen ist. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es genießen und es in ganzer Fülle bis zum Überfluss haben. Sorgt für Einfachheit, denn Gott hat nie vorgesehen, dass das Leben kompliziert ist. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Leben zu kompliziert ist, können Sie heute damit beginnen, es zu vereinfachen. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Gehen Sie zu Gott. Er wird Ihnen zeigen, was Sie verändern können, um Ihr Leben einfacher zu machen. Am Rand von Panama-Stadt leben viele Menschen in Armut. Bei diesem medizinischen Einsatz lädt Hand of Hope die Menschen ein, sich kostenlos behandeln zu lassen. Auch von weit her kommen die Menschen und nehmen das Angebot gerne an. Hier werden sie medizinisch behandelt und einfach so geliebt, wie sie sind. Die Helfer schenken ihnen ein Joyce Meyer-Buch und geben ihnen neue Hoffnung für ihr Leben. Zu uns kommen alte Frauen im Rollstuhl und Menschen, die kaum gehen können. Diese Menschen haben kein Geld und keine Medizin. Aber hier werden sie liebevoll und mit Würde behandelt. Dafür möchte ich Dave und Joyce Meyer danken. Danke an all die Menschen, die Hand of Hope unterstützen. Sie verändern wirklich etwas hier in Mittelamerika. Sehen Sie Joyce Meyer in vielen Sprachen im Internet. Wann immer Sie wollen, wählen Sie auf tv.joycemeyer.org Ihre Sprache aus. Laden Sie auch Ihre ausländischen Freunde ein, Joyce Meyer in der eigenen Sprache zu erleben. Jeden Tag, zu jeder Zeit. tv.joycemeyer.org. Mit Gottes Wort lässt sich ein großartiges Lebensgebäude bauen. Nutzen Sie es. Stein um Stein. Das Ergebnis ist solider Glaube. Von Joyce Meyer gibt es dazu eine DVD. Bestellen Sie die DVD Felsenfester Glaube im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411.